mit dabei gehabt. Bei minus 16 Grad, wenn man ein Küken ist mit ein bisschen Flum und nur so gross ist, dann überlebt man das normalerweise nicht. Der Jens ist der Einzige, der es überlebt hat. Alle anderen Tauben, die sind dann leider gestorben. Nur der Jens hat es ohne Probleme geschafft. Gehst du mal zu der Kimi? Dann haben wir natürlich Freude, dass er es überlebt hat. Das Problem war, zwei Wochen später ist es dann richtig warm geworden oder viel wärmer geworden. Und dann haben natürlich alle anderen Tauben, die ihre Jungtiere verloren haben, haben natürlich das Gefühl, jetzt fängt die Frühling richtig an, jetzt müssen wir aufholen, was wir verloren haben, und fangen nochmal an zu brüten. Dann ist es so bei allen Vögeln, dass wenn sie ihre Jungen haben wollen, dann suchen sie natürlich die besten Plätze oder die besten Nester. Und dort, wenn dort ein Jungtier drin ist, wenn man das kann rauspicken kann, dann pickt man das raus und wirft es aus dem Nest, weil das ist offen. Offensichtlich ein gutes Nest, ein guter Aufzuchtplatz. Sollte noch mal etwas heute. Dann war es so, er ist drinnen gehockt, die Tauben sind gekommen, haben ihn total verpickt. Das heisst, der Jens hat da oben ein Loch im Kopf gehabt, auf der Seite etwas Loch im Kopf gehabt und hinten der Rücken war voller Hämatom. Das sind so innere Blutungen und so eine Taube würde natürlich überhaupt nicht überleben. Und darum haben wir ihn rausgenommen, haben ihn Hand aufgezogen und haben mit diesen gelben Becher angefangen. Und eigentlich sollte es heissen, wenn du den gelben Becher siehst, dann sollte es fliegen. Heute nicht. Heute findet man nicht, bleiben lieber ein bisschen da und schauen ein bisschen. Aber ihr seht, der hat auch einfach Freude, um ein bisschen zu schauen. Es ist wieder eine Abwechslung, man kommt einfach mal mit. Das ist für jedes Tier spannend, einfach mal eine Abwechslung zu haben, ob es von einer Anlage selber ist oder ob man mit einem Tier rausgeht. Und eigentlich ist die Idee, sonst macht das relativ gut. Wenn er den gelben Becher sieht, dann kommt er daher zu fliegen. Er hat auch ein paar Kollegen natürlich in seiner Voliere jetzt dazu bekommen und lebt mit denen zusammen. Und die Idee ist, dass sie miteinander fliegen. Seit gestern sind sie ein bisschen im Freiflug am Abend, jetzt haben wir so zwei Stunden, dann fliegen sie und dann rufen wir am Jens selber und dann kommt er oben runter zu fliegen und die andere Gruppe fliegt eigentlich noch weiter. Das ist etwas, was wir gesagt haben, das wollen wir mal ausprobieren. Da hat sonst noch einen Kommentiertrainer gemacht und darum haben wir so eigentlich aus dieser traurigen Situation heraus haben wir probiert, machen wir mal etwas Spannendes. Und da geht es ein bisschen darum, zu zeigen, so eine Taube, die ist nicht blöd, auch keine Stadttaube ist blöd. Die sind alle recht schlau und schätzen, wie man es sieht, ab, ob es sich lohnt, ob man noch kaputt ist oder nicht. Und man kann sehen, die sind eben gestern recht lang geflogen und so ein Tier kann auch Muskelkater haben. Also da kann sein, dass die am nächsten Tag finden, nein, ich mag einfach nicht mehr, gestern war viel streng gewesen. Und dann wollen sie natürlich nicht so gleich fliegen. Ja, mit dem wären wir schon am Schluss von unserem Flugtraining. Wir haben sonst auch noch andere Tiere, die wir trainieren im Hintergrund.